Moin, moin, ich wurde von den Book Friends Forever zu diesem Tag nominiert. Und zwar ist das der gemeinsame Lesen-Tag. Die Fragen hierbei drehen sich also rund ums Lesen, ums gemeinsame Lesen. Und da sage ich vielen lieben Dank an Maike und Anja. Schaut auf jeden Fall auch bei ihrem Video vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Verlinke ich unten in der Infobox. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr an mich gedacht habt und mache sehr, sehr gerne mit, weil das Thema. Ja, ist einfach auch für mich ein sehr großes. Ich lese extrem gerne mit anderen zusammen. Bei den Fragen ist es tatsächlich mal nicht so, dass ich zu jeder Frage, zu jeder Aufgabe ein Buch hochhalte, sondern dass man die Fragen tatsächlich auch sehr spontan beantworten kann. Und auch die erste Frage habe ich im Grunde schon beantwortet und lässt sich ziemlich schnell abhandeln. Hast du schon mal ein Buch gemeinsam gelesen? Ja, das habe ich schon oft. Und in vielfältiger Form, ob ich das mit einer Freundin getan habe, und wir uns immer so ausgetauscht haben. Wir haben sogar mal einen Lesemarathon gemacht, wo wir uns ja so eine Nacht zusammen um die Ohren geschlagen haben, immer wieder gelesen haben, uns was zu essen gemacht, was getrunken und dann immer nach bestimmten Abschnitten immer drüber gesprochen. Das war wunderbar. Aber natürlich jetzt hier auf BookTube kommen auch sehr, sehr viele gemeinsame Lesenrunden zustande und ja, finde ich einfach grandios. Zweite Frage ist, wie gestaltest du das gemeinsame Lesen? Ich finde, das kommt immer sehr darauf an, mit wem und mit wie vielen man liest. Ich habe ja auch schon gesagt, man kann auch mit jemandem lesen, den man regelmäßig trifft. Also so eine Art Buchclub, sich immer wieder. Ja, entweder wenn man das ganze Buch gelesen hat und man sich drüber unterhält, das habe ich jetzt allerdings noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, dieser Lesemarathon mit der Freundin, den haben wir gemacht und das war wirklich klasse. Das war aber eher so ein, ja, was so heraussticht, das kam eher bisher noch nicht so häufig vor. Das Häufigste ist tatsächlich, dass wir Mädels über BookTube Leserunden gestalten und wir dann in der WhatsApp-Gruppe ja, Leserunden abhalten und wir uns dann meistens eine gewisse Seitenanzahl überlegen und nach dieser Seitenanzahl uns dann einfach austauschen. Es gab mal Leserunden, wo wir gesagt haben, wir lesen 50 Seiten am Tag und dann haben wir uns jeden Tag ausgetauscht. Oder was im Moment auch häufig vorkommt, ist, dass wir einfach gesagt haben, okay, 60 Seiten und danach tauschen wir uns aus. Und dann haben wir uns aber auch mehrere Tage einfach mal Zeit gelassen und immer wenn alle tatsächlich durch waren, dann haben wir uns ausgetauscht. Je größer die Leserunde wird, desto schwieriger wird es natürlich auch alle unter einen Hut zu bekommen. Wenn man nur mit einem anderen liest, dann kann man sehr flexibel sein und da finde ich das auch tatsächlich in Ordnung, wenn man sich jeden Tag austauscht und da kann man auch immer ganz flexibel sagen, okay, heute schaffe ich es nicht, dann tauschen wir uns morgen aus. Also ich finde, man muss sich sehr auf die anderen auch einstellen können und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil das Leben kommt immer dazwischen und das reale Leben ist natürlich auch immer wichtiger als das Lesen. Ja, also ganz unterschiedlich und auch wie viele Leserunden pro Monat ich habe, ist eigentlich auch immer unterschiedlich. Also was ich eigentlich nicht so gerne mag, mehrere Leserunden gleichzeitig, das mag ich nicht. Das habe ich im Moment. Das ist im Moment ganz gut, weil beide Bücher mich sehr fesseln und ich das immer jetzt abwechselnd lese, dass die Bücher. Das klappt im Moment ganz gut, weil ich das gut strukturieren kann. Aber eigentlich möchte ich das nicht, weil ich bin ja auch nicht so der Parallelleser. Deswegen finde ich es schöner, ja, sich auf ein Buch zu konzentrieren. Aber jetzt ist es so und zwei Bücher kann ich durchaus mal, ja, gemeinsam dann gleichzeitig lesen. Dritte Frage ist, was erwartest du vom gemeinsamen Lesen? Natürlich den Austausch über das Buch. Man lernt hier unglaublich tolle Menschen kennen über BookTube und da bleibt es meistens gar nicht bei dem Austausch über das Buch, sondern man geht auch viel weiter. Gerade auch durch ernstere Themen oder besondere Themen in den Büchern kommt man natürlich auch zu anderen Themen oder zu eigenen Erfahrungen und das wird dann
Auch so dadurch lernt man natürlich die Leute viel mehr kennen in der Community, was einfach sehr, sehr viel Freude macht. Man gewinnt einfach liebe Menschen in seinen Umkreis dazu. Aber natürlich geht es hauptsächlich darum, sich über das Buch auszutauschen. Und was ich einfach erwarte ist und was ich dann auch immer bekomme eigentlich, sind verschiedene Perspektiven auf das Buch, wenn ich alleine gelesen hätte, auf die ich gar nicht gekommen wäre, Ansichten, die ich gar nicht gehabt hätte. Und ja, viel mehr das Buch auszupressen wie so eine Zitrone, was man vielleicht mit einer Hand alleine gar nicht hinkriegt, aber mit mehreren kriegt man aus dem Buch eigentlich die Essenz am besten raus. Das war sehr metaphorisch gerade, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also man ja, kriegt aus einem Buch einfach viel mehr raus. Man überliest vielleicht auch mal was oder man bekommt auch viel mehr Theorien, wenn man sich gegenseitig befruchtet, sage ich mal, und kreativ wird und beim Austausch. Das ist einfach Wahnsinn, auf was man da kommt und wie viel Spaß das macht, sich auszutauschen. Natürlich müssen die Bücher das auch hergeben, aber ja. Die meisten, die man sich dann ausgesucht hat, tun das auf jeden Fall. Man sucht sich ja auch eigentlich auch Bücher aus, die man wirklich Lust, auf die man wirklich Lust hat. Ja, erwarte ich noch irgendwas? Nö. Also eigentlich, wie gesagt, der Austausch, verschiedene Perspektiven, Punkte, auf die man nicht kommt und eben einfach mit den Leuten was zu machen, die man in der Community nett gefunden hat, neue Leute kennenlernen und sich auszutauschen, auch abseits vom Buch. Viertens ist jetzt endlich mal eine Bücherfrage und zwar: Über welche drei Bücher könntest du stundenlang reden? Hier ist jetzt zwar die Sprache von drei Büchern, aber ich habe mir jetzt einfach mehr rausgesucht, weil man bei diesem Tag eh nicht so viele Bücher vorzeigt, dachte ich, mache ich einfach mehrere. Zum einen ist mir sofort das Buch eingefallen oder eines der Bücher eingefallen, was ich gerade gemeinsam lese. Und zwar ist das Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Da ist noch so ein ganz blöder Leseexemplarstempel drauf. Leider ist das, also was ist leider, der Umschlag ist halt sehr anfällig und sehr sensibel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit einem Föhn rangehen und den ganz vorsichtig abknibbeln. Das musste ich hier bei dem Buch auch machen, das Buch der vergessenen Artisten. Ja, aber das stört mich total. Also konnte man den noch fetter machen. Naja, ich freue mich ja, dass ich den als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe, deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Jedenfalls lese ich das gerade mit der lieben Claudia von Beauty Butterflies, mit der lieben Sarah Sophie und der lieben Sarah von Alice in Bücherland zusammen. Und von vornherein war mir klar oder war uns klar, dass das ein perfektes Buch für eine Leserunde ist, denn es handelt sich hierbei auch so um ein Rätselkrimi mit einem gewissen Clou. Und da war ganz klar, da kann man sehr gut miträtseln. Gerade bei Krimi und Thriller kann man ja auch wunderbar Theorien aufbauen und sich gegenseitig so ein bisschen aufpushen, da noch mehr Theorien zu entwickeln. Und der besondere Clou ist einfach: Wir befinden uns hier auf einem Maskenball bei den Hardcastles und da geschieht ein Mord. Und dieser Mord soll aufgeklärt werden von unseren Protagonisten. Allerdings weiß er das zu Anfang noch gar nicht, denn er wacht auf in einem Körper, der ihm völlig fremd zu sein scheint. Und ihm wird eröffnet, dass seine Aufgabe es ist, ja, den Mörder zu fassen von Evelyn Hardcastle. Er wacht allerdings jeden Tag in einem neuen Körper auf. Und diese verschiedenen Körper haben auch bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihn entweder behindern oder ja, gut tun bei seinen Ermittlungen, wer er eigentlich genau ist und warum sich jeden Tag ja, das Ganze wiederholt und wer diese seltsamen Figuren sind und was es für Gegenspieler gibt. Ja, das alles muss man hier erfahren. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel gelesen und uns rauchen die Köpfe, aber es bringt einfach, also mir bringt es extrem viel Spaß. Es ist sehr, sehr komplex, genial konstruiert bisher und ich bin gespannt auf die Auflösung. Da erwarte ich einiges. Es hat auch viel mit Zeitreise, Zeit verändern, Zukunft und Vergangenheit zu tun. Das ist ja immer prädestiniert dafür, dass einem da irgendwie Knoten im Kopf wachsen. Aber einige sind schon gelöst und ich bin gespannt,
wie das noch weitergeht, weil wir haben ja gerade ein Drittel und zwei Drittel noch vor uns. Ich habe auch viele Rezensionen oder Meinungen schon gehört, dass sie es klasse fanden. Eine Kollegin hat davon auch so extrem geschwärmt. Und ja, wenn das Ende genial ist, dann ist das ganze gesamte Buch, glaube ich, ziemlich genial. Das ist prädestiniert für eine Leserunde, weil man da einfach ziemlich viele Fragezeichen im Kopf hat und auch viele, viele Details da drin stecken und viele Hinweise, die ich einfach schnell wieder vergessen würde, wenn ich alleine lesen würde und ohne Halt sozusagen durchlesen müsste. Deswegen war das richtig gut. Ein weiteres Buch, was ich zusammen mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland alleine gelesen habe, war Slate House von David Mitchell. Und auch das war so richtig klasse zum Zusammenlesen. Hier dreht es sich um das Slate House, das alle 8 oder 9 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, alle paar Jahre immer wieder sich einen Gast einlädt. Und ansonsten ist dieses Slate House gar nicht aufzufinden, aber dann öffnet es seine Toren genau für diese eine Person und ja, es bereitet sich für diese eine Person immer besonders vor und lockt es herein. Und wir haben also immer diese kleinen Kurzgeschichten über diese eine Person, die zu diesem Slate House gelangt. Und erfahren also auch immer mehr über dieses Slate House. Und es gibt immer wieder überraschende Wendungen. Und der Autor David Mitchell schafft es immer wieder, einen aufs Glatteis zu führen. Die Personen sind sehr unterschiedlich und auch die Sprache ist dadurch auch ganz unterschiedlich, je nachdem, in welche Person wir uns befinden. Es hat auf jeden Fall was Mystisches. Ich finde, es ist nicht so das typische Horror- oder Gruselhaus. Also da darf man jetzt nicht diese typische Grusel-Geistergeschichte erwarten. Es ist auch hier wieder ein bisschen komplexer. Und es hat einfach Spaß gemacht, sich immer wieder zu überraschen, was ist jetzt Realität und was ist hier Traum und was ist ja Illusion und wer steckt dahinter und was ist überhaupt, was möchte das Haus und was möchten die Bewohner des Hauses mit den Personen, was brauchen sie von ihnen? Ja, auch hier hat es alles so ein bisschen mit Zeit zu tun und es hat auch hier Spaß gemacht, mit Sarah sich auszutauschen und auch hier unsere, weil das Ganze auch eben so ein bisschen philosophisch angehaucht ist, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt. Auch das Ende war ein bisschen offen und da finde ich es immer gut, mit anderen drüber zu sprechen zu können, weil wenn man da alleine gelassen wird, kann es manchmal auch ein bisschen frustrierend sein. So, dann habe ich mir eine ältere Reihe ausgesucht, die ich nicht zusammengelesen habe, aber ich finde, da kann ich ewig drüber sprechen, weil auch das sehr vielschichtig ist. Und zwar ist das Bernstein-Teleskop von Philip Pullman. Das ist jetzt der dritte Band der Dark, jetzt komme ich nicht drauf, auf der Goldene Kompass-Reihe. Und Band 1 und 2 könnte man auch zeigen, aber Band 3, finde ich, treibt das Ganze auf die Spitze. Das Ganze ist nämlich sehr religionskritisch, sehr philosophisch und wie gesagt, geht auch so ein bisschen in die Mythologie, geht so ein bisschen in die Religion mit rein. Und man kann es als schöne Fantasy-Abenteuergeschichte lesen, aber man kann es eben auch sehr gesellschafts- und religionskritisch lesen. Und besonders im dritten Band geht es dann auch ins Eingemachte und wir haben hier viele Figuren, die dann, die man schon mal gehört hat. Es geht auch um Engel und es geht um eine, ja, es ist auch nicht nur Religion und so geisteswissenschaftlich, sondern es überschneidet sich auch stark mit den Naturwissenschaften, weil es hier eben auch um eine bestimmte Substanz geht, um Staub, die in uns allen steckt und die etwas mit der Sünde des Menschen zu tun hat. Das ist alles sehr, sehr kryptisch. Also es geht eigentlich um Lyra, die in einer Uni aufwächst, in einer Welt, in der Menschen immer einen Dämon bei sich haben. Das ist immer ein Teil ihrer Seele und je nach Fähigkeiten und Charaktereigenschaften haben diese Dämonen auch immer eine bestimmte Gestalt, so ähnlich wie Patroni bei Harry Potter. Aber bei Kindern ist es halt noch so, dass die Dämonen verschiedene Gestalten, ja, annehmen könnten, tierische Gestalten. Und in Lyras Welt passiert es, dass immer mehr
ja, Jungs und Mädels verschwinden und schließlich dann auch ihr bester Freund Roger, der auch in dieser Uni arbeitet, ich glaube als Küchenjunge, und sie möchte ihn unbedingt befreien. Und da spielt dann auch noch ihr Onkel eine Rolle, der halt im hohen Norden im Eis ja, erforscht und eben auch den Staub erforscht und sie das mitbekommt und sie glaubt, dass das alles irgendwie zusammenhängt und macht sich dann auf eigene Faust auf die Suche und gelangt eben ins Abenteuer. Ja, und wie das alles zusammenhängt mit dem, was sie eben schon erzählt hat, das muss man halt selbst lesen. Und besonders hier dreht sich es halt nicht nur um die eine Welt, um Lyra, sondern um viele, viele andere Welten und wie die miteinander zusammenhängen. Es ist extrem spannend und echt klug gemacht vom Autor, wie er Naturwissenschaft, Gesellschaftskritik und Geisteswissenschaften und Religionen zusammenbringt und das Ganze dann trotzdem noch spannend und abenteuerlich erscheinen lässt und fantastisch. Ich finde auch, die Reihe kann man mit nichts vergleichen. Also ich kenne jedenfalls nichts Vergleichbares und kann diese Reihe immer wieder empfehlen. Und ich glaube, damals hätte ich gerne jemanden gehabt, mit dem ich darüber reden kann. Aber als Kind kann man auch über diese Sachen, die man jetzt nicht so ganz versteht, drüber weglesen eigentlich. Also das geht auch, dass man das dann gar nicht merkt. Erst im späteren Lesen habe ich gemerkt, was da alles noch drin steckt. Dann habe ich noch ein Buch, was ich hier gar nicht vorzeigen kann. Und zwar haben das auch die Bookrants Forever gesagt. Und zwar ist es ein Akt der Gewalt von, ich habe es eben gerade nachgeguckt und weiß es schon nicht mehr. Gucken, ob ich das jetzt hier rausfinde schnell in meinem schlimmen Buch. Genau, ein Akt der Gewalt von Ryan David Yahn. Und das habe ich als Hörbuch gehört, gelesen wurde das von David Nathan. Und darüber haben wir auch einen Live-Hangout gedreht. Und zwar mit der Melanie von Melanie Lees, mit der Steffi von Seitengeist und eben den Book Friends Forever. Und ja, wir haben, das ist auch so eine Art gemeinsames Lesen gewesen. Wir haben es halt vorher gelesen, uns währenddessen aber nicht ausgetauscht, sondern erst im Live-Hangout. War auch spannend, dann in diesem Live-Hangout dann geballt darüber zu sprechen. Und das war ein Buch, was wirklich so viele Themen in sich barg, die man, ja, die man echt zu Tode diskutieren konnte. Und zwar ging das eigentlich um eine wahre Begebenheit und ein wahres Verbrechen an einer Frau, die mitten in einer Wohnsiedlung erstochen worden ist und obwohl das viele beobachtet haben oder nur stückchenweise beobachtet haben, ihr niemand zu Hilfe gekommen ist und dadurch, dass sie gestorben ist. Und wir blicken halt in die verschiedensten Charaktere, die das eben beobachten, aber auch ihre eigenen Probleme haben. Das war nur so ein ganz dünnes Büchlein und da war extrem viel dabei, ob das Rassismus war oder Korruption bei der Polizei oder gleichgeschlechtliche Liebe, Selbstmordgedanken. Es ging viel um Sex, es ging viel um Beziehungen. Also da war unglaublich viel dabei, Selbstjustiz und dann halt eben diese unterlassene Hilfeleistung, also da konnte man stundenlang drüber sprechen. Ich kann euch gerne auch nochmal in der Infobox unser Gespräch darüber, unser Hangout dazu verlinken. Es hat so viel Spaß gemacht und sowas kann ich mir auch gut vorstellen, nochmal zu machen irgendwann. Wir haben ja dieses Projekt der Hangouts erstmal an den Nagel gehängt, weil das für mich jetzt alles ein bisschen zu viel wurde. Da komme ich auch später nochmal so ein bisschen bei den späteren Fragen nochmal drauf zurück, dass ein das dann auch manchmal ein bisschen zu viel werden kann. Aber insgesamt finde ich das eine tolle Sache, das im Hangout live zu besprechen. Und da bin ich auch überhaupt nicht abgeneigt und würde mich auch wirklich freuen, das irgendwann nochmal zu machen, wenn man nochmal so ein Buch hat, worüber man wirklich reden kann. Und ich gucke auch sehr gerne bei den Bookfriends zum Beispiel diese Booktalks, wo sie miteinander zu zweit darüber reden, wo sie dann auch spoilern, weil man dann viel mehr als in einer Rezension dann auch auf den Inhalt eingehen kann. Ja, und ein Buch habe ich jetzt noch und zwar ist das The Ending von Ian Reid. Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Davon schwärme ich ja immer wieder mal wieder und ich sehe auch viele Leute, die da auch drüber schwärmen. Es gibt aber auch viele, die das total blöd finden.
Hier geht es um ein Pärchen, das im Auto sitzt und auf dem Weg sind zu seinen Eltern, die Eltern das erste Mal kennenlernen und wir befinden uns im Kopf des Mädels und die überlegt sich eigentlich schon längere Zeit, ob es nicht doch Sinn macht, eher Schluss zu machen und sie hat auch ein kleines Geheimnis, sie hat irgendwie so einen Stalker, der sie dauernd anruft und überlegt, ob auch sie das erwähnen sollte und überlegt und erinnert sich, wie sie sich kennengelernt haben. Ja, und irgendwann kommen sie dann auch an bei den Eltern. Es ist zu Anfang ein sehr stilles Buch und man weiß gar nicht, hä, wieso steht da jetzt Psychothriller? Aber es ist immer was Unheimliches und Seltsames in diesem Buch. Und es gibt immer wieder so kleine Passagen, die von anderen Leuten berichten und man denkt, hä, wie passt das denn jetzt bitte zusammen? Und das Ende fand ich richtig klasse. Ich hatte zwar meine Theorie, die in so in die Richtung ging, aber wie genau das aufgelöst wurde, war das cool und es gab echt Psycho- und abgedrehte Szenen da drin, wo ich mich wirklich gegruselt habe. Und es stimmt schon irgendwie, man weiß gar nicht genau warum, weil da jetzt kein Monster drin vorkommt oder kein Schlechter oder es nicht sonderlich eklig oder blutig war. Trotzdem war das genial. Es ist aber kein Buch, wo alles explizit aufgeklärt wird. Und deswegen fand ich das gut. Ich habe das zwar alleine gelesen, nicht in einer Leserunde, aber ich wusste, wer es gelesen hat und konnte deswegen ein bisschen mich austauschen dazu, zum Beispiel mit Kali. Und genauso wie Enemy, sein zweites Werk von Ian Reid, genau da das Gleiche. Also da finde ich das schon grandios, wenn man da jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, weil es sind meistens sehr philosophische und psychologische Thriller, wo man viel deuten kann und viel Symbole und Hinweise lesen kann. Und bei den Büchern habe ich auch immer wieder das Bedürfnis, von vorne anzufangen, um alle Hinweise auf das Ende nochmal ja, zu finden und herauszusuchen. Und mir ist jetzt eben, als ich euch gezeigt habe, dieses Buch auch noch mal eingefallen. Das war das erste Buch, was ich mit der lieben Kali von Kalis Books gelesen habe. Hier das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck. Auch das war ein Buch, über das wir uns Stunden unterhalten konnten. Wir haben, weil wir beide nicht so viel Zeit hatten, oder ich weiß gar nicht, ob Kali auch. Jedenfalls hatte ich nicht so viel Zeit, weil ich zu der Zeit an meiner Bachelorarbeit geschrieben habe. Und da haben wir 30 Seiten pro Tag gelesen, haben uns aber über diese 30 Seiten extrem viel ausgetauscht und darüber haben wir uns halt auch viel mehr kennengelernt. Ich finde aber auch, dass das Buch wirklich viel hergibt. Es spielt halt zu Zeiten des Nationalsozialismus zum einen. Und wird halt so ein bisschen die Spielleute, das fahrende Volk so ein bisschen beleuchtet, die auf dem Jahrmarkt arbeiten und wir lernen Mattes kennen. Zunächst aber, ja, ich weiß gar nicht, 20 Jahre früher, wo überhaupt erst so seine Leidenschaft für den Jahrmarkt entstanden ist. Und das war ein wirklich sehr, sehr besonderes Buch, auch wenn es so seine Ecken und Kanten hatte. Aber wie viel historische Daten und Fakten Vera Buck hier reingebracht hat und wie viel Humor trotzdem noch mit dabei war und wie viel Zuneigung man für Mattes gewonnen hat, das war schon was Besonderes und ich werde das immer mit Kali verbinden und ich glaube, auch da konnten wir einfach Ewigkeiten drüber reden, auch weil das Buch auch ziemlich dick ist. Ja, das waren jetzt die Bücher, die ich mir dazu rausgesucht habe und jetzt gehen wir mal weiter im Text mit den Fragen. Wir sind nämlich bei Frage 5. Welche Bedenken hast du beim gemeinsamen Lesen? Natürlich ist das hauptsächlich was Positives, sonst würde ich es nicht machen. Allerdings muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel Leserunden aufhalst. Man kommt natürlich sehr schnell ins, oh ja, das möchte ich mit dir lesen und das möchte ich mit dir lesen. Und da muss man sich schon einen Plan machen, eine Tabelle machen, sonst ja, verliert man da ein bisschen die Übersicht und es kann einen durchaus auch mal so ein bisschen unter Druck setzen, weil es ist durchaus auch zwischendurch mal sehr schön, alleine zu lesen, ohne dass man sich dauernd Notizen machen muss, weil ohne Notizen ist das bei besonders komplexen Büchern einfach nicht möglich, sich auszutauschen und bringt einem auch nicht so viel Spaß, weil man einfach viel vergisst. Aber es ist manchmal auch sehr schwierig, wenn man eigentlich das Buch weiterlesen möchte, sich zusammenzureißen. Nein, jetzt machst du erstmal deine Notizen. Oder halt auch die ganze Zeit zu überlegen, was sage ich da und was sage ich hier, anstatt das Buch einfach nur zu genießen und einfach nur zu lesen, so für sich. Das muss zwischendurch auch sein. Also nur gemeinsam lesen könnte ich auch nicht. Und wie gesagt, auch wenn die anderen
Mitleser ganz flexibel sind und einen ganz in Ruhe lassen, muss man natürlich auch so ein bisschen darauf achten, so sich die Seitenzahlen, die man sich vorgenommen hat, die man dann auch einhalten muss. Also wenn man jetzt sagt, wir lesen an einem Tag 30 Seiten und du hast in den Tag einfach keinen Bock zu lesen, ist natürlich schwierig. Also da setzt man sich dann halt trotzdem so ein bisschen unter Druck, auch wenn du natürlich sagen könntest, lass uns noch einen Tag warten. Aber das kam dann auch mal vor, dass man sagt, oh nee, jetzt würde ich eigentlich am liebsten Serien gucken, aber ich muss jetzt das Buch weiterlesen. Das sind schon so ein paar Bedenken, die man hat, wo man so ein bisschen sich selbst unter Druck setzt und das soll natürlich nicht passieren. Deswegen möchte ich auch meine Leserunden ein bisschen runterfahren. In den nächsten Monaten ist noch mal ein bisschen viel und da freue ich mich auch drauf. Aber dann möchte ich das ein bisschen wieder drosseln. Und ein weiteres, ja, Bedenken ist vielleicht, dass man dadurch, dass man sehr viel über diese Bücher spricht, dass man sie vielleicht manchmal ein bisschen zerdenkt und gerade Theorien aufbaut und sich da reinfuchst und vielleicht auch viel mehr negative Punkte findet, weil man sich da so drauf konzentriert, auf diesen Austausch und auf, ja, auf dieses Auseinandernehmen des Buches und gar nicht mehr so sehr auf den Lesegenuss achtet, sondern es einfach zu sehr zerpflückt und dadurch sich das Buch vielleicht ein bisschen kaputt macht oder manchmal oft sich irgendwie an einen Punkt aufhält, der gar nicht so relevant ist, dass man ja da zu sehr ins Detail geht und sich dazu durch das Buch so ein bisschen kaputt redet. Das kann dann vielleicht auch mal passieren. Sechstens ist die Frage, schreibst du dir auf, welche Bücher du gelesen hast? Ja, jetzt kommen Fragen, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, die dann gar nicht mehr so viel mit dem gemeinsamen Lesen zu tun haben. Also ich schreibe mir auf, welche Bücher ich gelesen habe in dieses Büchlein. Das seht ihr in meinen Lesemonaten auch immer. Da schreibe ich mir auf, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, was für Neuzugänge ich habe, ja, wie hoch mein Sub ist, wie viele Neuzugänge und so weiter, schreibe ich mir hier auf. Ja, das dazu. Dann ist die nächste Frage. Siebtens, wenn du weißt, du hast jetzt richtig schön viel Zeit zum Lesen, wie gestaltest du dir deinen Leseort? Eigentlich muss ich da gar nicht viel gestalten, weil meistens lese ich auf meinem Bett oder in meinem Sessel und die sind so schon bequem genug. Ich achte vielleicht darauf, dass ich was zu trinken dabei stehen habe, aber so richtig Essen mache ich eigentlich nicht dabei. Habe ich viel zu sehr Angst, dass ich mein Buch irgendwie verschmiere. Höchstens mal einen Tee oder so mache ich mir dabei noch. Aber sonst gestalte ich da eigentlich nichts. Höchstens, wenn es vielleicht noch kalt ist, dass man sich dann noch irgendwie einen Kuschelpulli anzieht, Socken und eine schöne kuschelige Decke, aber die liegt ja auf dem Bett eigentlich auch schon rum. Also da gestalte ich eigentlich nicht viel. Kerze vielleicht noch an. Ja, okay, manches gestaltet man dann vielleicht doch noch eine nette Duftkerze an, einen schönen Tee. Und dann, wie gesagt, kommt drauf an, wie warm es ist. Gerade könnte ich mir nicht vorstellen, alleine beim Gedanken, mir irgendwelche Socken oder irgendwelche Decken drüber zu legen, zerfließe ich hier. Ja, ich bin einfach kein Hochsommermensch. Wir sind uns bei achtens. Was stört dich beim Lesen? Ich weiß nicht genau, worauf man sich da jetzt bezieht, weil da kann man ja in viele verschiedene Richtungen gehen, ob das nun im Buch inhaltlich ist oder ob das äußere Einflüsse sind, die einen stören könnten. Geräusche oder so, also einige Geräusche stören mich nicht. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Fernseher dabei laufen haben, aber wenn jetzt neben mir jetzt irgendjemand renoviert oder so, finde ich das schon ein bisschen anstrengend. Obwohl man ja lesen im Kopf kann, das heißt, es hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Da kann man sich durchaus irgendwie fallen lassen. Was stört mich sonst beim Lesen? Viele Rechtschreibfehler, wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz extreme Rechtschreibfehler habe oder auch sehr, sehr lange Kapitel, finde ich auch nicht so schön. Ich mag das lieber, wenn es kürzere Kapitel sind, habe ich auch das Gefühl, dass man schneller vorankommt oder ich habe halt, weil ich eben auch ein Kapitelleser bin, ich höre nicht mittendrin auf eigentlich, habe ich auch mehr das Gefühl, dass ich dann schneller mal wieder zum Buch greife, weil ich sagen kann, okay, ich kann mal zwischendurch mal eben ein Kapitel lesen. Fällt mir noch irgendwas ein, was mich beim Lesen stört. Das kann man so auf viele verschiedene Arten interpretieren. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was euch beim Lesen stört oder wie ihr das jetzt interpretiert hättet.
Und neuntens ist die Frage, wie viele Bücher liest du durchschnittlich im Monat? Ich habe jetzt mir so mal die letzten Monate angeguckt. Da habe ich meistens immer so 3 bis 4 Bücher gelesen und dann immer auch eins nebenher gehört. Aber das ist phasenweise. Ich habe auch mal ja, 6 bis 10 Bücher gelesen oder auch viel mehr Hörbücher gehört, besonders als ich noch gearbeitet habe, wollte ich sagen. Ich arbeite ja schon, aber halt zu Hause im Moment und auf der Fahrt habe ich halt immer viel Bücher gehört. Und das hat sich durchaus geändert im Moment so ein bisschen. Aber sonst, ja, im Moment, wie gesagt, ungefähr 3 bis 4 Bücher und immer ein Hörbuch nebenher noch. Und die letzte Frage ist, wie lange liest du durchschnittlich am Tag? Das kann ich, glaube ich, kaum beantworten. Ich lese halt sehr gerne morgens vorm Aufstehen und sehr gerne abends vorm Schlafengehen. Das sind so die Zeiten, die auf jeden Fall drankommen. Ob ich denn zwischendrin am Tag noch lese, kommt drauf an, was man vorhat, ob man arbeitet, ob es Wochenende ist oder ob man irgendwas vorhat. Ich würde mal sagen, morgens auf jeden Fall eine halbe Stunde und vielleicht abends auch und manchmal eine Stunde. Also 1 bis 2 Stunden so irgendwie. Aber wie gesagt, das ist total variabel. Es gibt auch mal Tage, wo man gar nicht liest. Und im Moment ist es zwar nicht der Fall, im Moment bin ich drin, aber hat man halt auch mal, ne? Und das ist auch völlig okay. Ich nehme mir immer so vor, immer so den Richtwert 60 Seiten pro Tag, aber das habe ich auch mal mehr oder weniger geschafft. Also da achte ich eigentlich auch nicht drauf. Ja, und dann sind wir schon durch. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass die letzten Fragen und finde ich auch ein bisschen schade, dass man die letzten Fragen nicht noch mehr auf das gemeinsame Lesen gemünzt hat. Weil da hätte man das ganz gut verbinden können. Aber egal, so sind die Fragen nun mal. Und so ein bisschen zur Leseroutine ist ja auch immer interessant, ein bisschen zu erfahren. Ich werde jetzt niemanden taggen, weil ich mich nicht, ehrlich gesagt, informiert habe, wer den schon gemacht hat, wer schon getaggt ist. Alle, die Lust haben, den zu machen oder alle, die Bock haben, der macht einfach mit. Und ja, oder für diejenigen, die einfach extrem gerne gemeinsam lesen, da passt das ja. Und dann nehmt euch doch einfach auch den Tag vor und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dazu ein Video gemacht habt. Dann schaue ich da gerne vorbei. Und natürlich für alle Zuschauer ist ja immer natürlich die Möglichkeit, in den Kommentaren auf die Fragen zu antworten. Ich bin natürlich besonders auf die Fragen zu den gemeinsamen Lesen gespannt, ob ihr überhaupt gemeinsam liest, wann das für euch an Bedeutung gewonnen hat. Das war für mich ja früher auch nicht so extrem ein Thema, jetzt ja viel mehr. Und ob das euch irgendwie auch manchmal stresst oder ob das für euch einfach nur ein Genuss ist. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.